Figaros Hochzeit spielt ja an einem Tag, an dem geheiratet werden soll, also dass Figaro und Susanna heiraten. Und an sich merkt man eigentlich dem Stück an, dass so ein zentraler Punkt ist, was bewegt tatsächlich das Hochzeitspaar an diesem Tag, was haben die miteinander auszutragen, aber was bedeutet diese Hochzeit auch für alle Menschen um sie herum innerhalb von diesem sehr so komplexen sozialen Gefüge. Und es kommen eigentlich sehr viele Sehnsüchte hoch an dem Tag. Es kommen ganz viele Dinge hoch, die damit zu tun haben, dass man plötzlich spürt, vieles hat man nicht ausgelebt, vieles verliert man an diesem Tag durch die Hochzeit. Eigentlich das ganze Kaleidoskop, was um das Feld alle Liebe und Eros geht. Ein Stück, in dem es um Standesunterschiede, Machtmissbrauch und ein kompliziertes Geflecht erotischer und sentimentaler Beziehungen geht. Mit der Neuinszenierung von Le Nozze di Figaro kehrt Christoph Loy an die Bayerische Staatsoper zurück. Für Mozarts Oper hat er einen Kosmos entworfen, in dem gegenseitige Abhängigkeiten und verworrene zwischenmenschliche Beziehungen deutlich werden. Wir haben eigentlich eine poetische Welt erfunden für das Stück. Also ich kann gar nicht und will es nicht beschreiben als eine bestimmte Epoche, in der wir das Stück spielen, sondern es ist eine Welt, in der es sehr darum geht, wie befindet sich ein einzelner Mensch zu einem Kosmos, wie sehr glaubt er, einen Kosmos beherrschen zu können und stellt dann am Ende fest, dass der Kosmos ihn beherrscht und er an sich irgendwie sehr machtlos ist. Und das haben wir versucht auch in unsere so erfundene Figaro-Welt einzubringen. Das ist eine revolutionäre Oper. Schon die Komödie von Beaumarchais wurde verboten, weil man sie damals für zu gefährlich hielt. Die Oper weist schon auf die französische Revolution voraus. Der Text ist sehr aufrührerisch. Und auch heute kann man damit noch Missstände bloßlegen. Es geht um den Kampf zwischen zwei Machtprinzipien, der alten Macht des Adels und der neu entstehenden Macht des Bürgertums und der kleinen Leute. Ma è un ruolo abbastanza, diciamo, apparentemente molto semplice in realtà. Auf den ersten Blick scheint Figaro eine ganz einfache Rolle zu sein. In Wirklichkeit ist sie aber ziemlich komplex. Schon die Tessitura ist eine Herausforderung, da die Rolle zum Teil sehr hoch liegt, vor allem im ersten Akt. Und im zweiten Akt wird es dann wiederum sehr tief. Eine große Herausforderung ist auch, die ganze Geschichte am Laufen zu halten. Es ist eine sehr lange Rolle mit drei Arien und sehr viel Theaterspiel. Die Aufführung 3,5 Stunden lang in Schwung zu halten, ist eine ganz schöne Aufgabe. Molto teatro presente e tenere lo spettacolo per 3 ore e mezza è una bella sfida. Sì. Alex Esposito verkörpert als Figaro zwar die Titelrolle in Mozarts Oper, die wahren Protagonisten und Drahtzieher der Geschichte sind jedoch andere, findet er. Eigentlich würde ich sagen, das ist eine Oper der Frauen. Die Frauen, Susanna und die Contessa, sie sind die Protagonisten der Oper. Sie spinnen die ganzen Intrigen. Der Graf und Figaro sind nur zwei Spielbälle in den Händen der Frauen. Und auch die beiden Frauen stehen für zwei Prinzipien, zwei Gesellschaftsschichten, zwei Lebens- und Liebeskonzepte. Das hört man auch in Mozarts Musik. Ich denke, die beiden Frauen unterscheiden sich in der Stimmfarbe. Meine Rolle, die Contessa, hat eine wärmere und vielleicht reifere Stimmfarbe als Susanna. So sind diese beiden Frauen unterschiedlich charakterisiert, auch wenn beide ein Sopran sind. Auch Susanna ist ein lyrischer Sopran, deshalb gibt es vielleicht rein stimmlich gar keinen so großen Unterschied. Sie unterscheiden sich vor allem stilistisch, so wie sie geschrieben sind. Musik.
musicalmente sicuramente fin dalla entrata della contessa con il Porgi Amor. Musikalisch hört man bei der Contessa von Anfang an, schon in der Arie Porgi Amor, diese Melancholie. Ich muss aber sagen, dass ich in dieser Produktion die Figur etwas anders empfinde als sonst. Weniger melancholisch und traurig, sondern stärker und entschlossener. Es war für mich sehr interessant, hier eine ganz andere Figur zu entdecken als sonst. In Mozarts Spiel der Liebe und der Triebe irrt Cherubino hin und her, noch völlig unberührt von den Erfüllungen und Enttäuschungen des Lebens. Ich gebe dem Cherubino, glaube ich, so eine Unschuld zurück. Also ich mag das eigentlich gar nicht immer so zu denken, irgendwie, das wird ja mal ein Don Giovanni, sondern eigentlich tatsächlich irgendwie zu denken, Cherub irgendwie kommt vom Himmel und guckt eigentlich sehr staunend auf das, was er beobachtet, was ihm entgegenkommt und staunend auch auf das, wie er selbst darauf reagiert. Und insofern ist es vielleicht ein, im Gegensatz zu allen anderen Figuren, tatsächlich eine noch unberührte Figur. Das Spannende in Christoph Loys Inszenierung ist, dass er will noch tiefer gehen in dieses Spiel von Transgender und das dafür erzählen, was eine nicht Ausnahme, sondern eine Minorität in unserer Gesellschaft ist. Transgender sind gar nicht eine Ausnahme, sie sind einfach Teil der Gesellschaft, heute, früher, in der Zukunft. Und das ist ganz spannend, da in dieser Richtung diese Charakter ernst zu nehmen und zu verstehen, alles, was es bedeutet für einen Mensch, wenn er da wie ein Funambul inzwischen ist. Ich finde das Tempo großartig, das Konstantinos Karidis nimmt, weil es entspricht auch, da habe ich einfach nichts mehr zu machen. Ich verstehe auch bestimmt, dass Mozart solche Tempo wollte, weil dann ist es alles sehr expressiv. Man muss nicht das noch überspielen oder sowas. Wenn man dieses richtige Tempo hat, dann ist es ist wie ein Feuerwerk. Und das ist genau seine Arbeit, das ich bewundere sehr, auch mit der Ouvertüre. Ihr werdet überrascht sein, weil man hat das nie so gehört. Und es ist so frisch und so respektvoll mit der Musik, aber auch so inventiv, sodass man sie endlich auch genießen kann. In rasantem Tempo stolpern Graf, Gräfin, Figaro, Susanna und all die anderen durch amoröse Abenteuer und verwirrte Gefühle. Und genauso schnell gibt es am Schluss auch ein allgemeines Verzeihen. Ob die Tür in eine glückliche Zukunft jedoch noch offen steht, bleibt fraglich. Ja.